Hallo, 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 hallo. Weiter geht es mit Shakes and Fidget. Willkommen der Arzt, ich bin der Lars. Ich begrüße ganz herzlich auf Server 32. Server 32 ist gestartet und wir werden erstmal jetzt hier loslegen. Ist gerade Happy Hour, deswegen können wir gut starten. Dankeschön für die ganzen Leute, die beim Livestream dabei waren. War richtig klasse und richtig nice. Hat mir gefallen und ich hoffe, das geht so weiter. Ich werde hier nicht hardcore-mäßig unterwegs sein. Ich denke aber, das wird das einzige Mal auch sein, dass ich jetzt hier Happy Hour spiele. Denn ich hab's aber sonst nicht geschafft, beziehungsweise hatte nicht die Lust und. Wenn man mal Happy Hour spielen kann, in langer Zeit, kann man es auch mal wieder machen, oder nicht? Ist nicht mehr viel hier, so 100 oder so kann ich noch spielen. So gut wie alles schon weggesoffen, die ganze Scheiße. Also ich habe so viel wie möglich schon so gespielt. Da hier nehmen wir die kurze auf jeden Fall, weil die ernsten alles scheiße. Ich hoffe mal, ich bekomme einen Dungeon-Schlüssel noch, denn ich habe nur einen bislang. Das würde mich freuen, wenn ich mindestens 2, 3, 4, 5, 6, 12 Milliarden bekommen würde. Oh, hierfür 10 Minuten 1,7, das können wir annehmen. Das, oh, warum geht das nicht überspringen? Hier, hallo, ich möchte überspringen, mein junger Freund. Für 10 Minuten der alte Hut nehmen wir an. Ich hoffe, ich verliere. Ich habe noch keine Quest verloren, obwohl ich Krieger bin. Das kann natürlich aber noch passieren. Und, oh, da ist ein Ring, wollen wir nicht haben. Obwohl, wir brauchen eigentlich Ringe, aber scheißegal. Hier nehmen wir jetzt die für 7. Die 10-minütige Quest gefällt mir da nicht ganz so geil. Obwohl natürlich viel pilzschonender ist. Ich habe ein SA vorne, keine Ahnung, 2-3%. Das heißt, nicht so krass, also ich wollte ja eh nicht auf Server 32 jetzt so krass unterwegs sein und irgendwie total durchdrehen und ganz viel Geld reinstecken, sondern ich wollte es ja auch ruhiger angehen, werde ich auch machen und ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, Entschuldigung dafür. Deswegen können wir alles gepflegt, flauschig und ganz in Ruhe angehen und brauchen natürlich hier nicht übertreiben, das können wir annehmen für 37, ja ist klar. Aber wo bleibt denn der nächste Dungeon-Schlüssel? Der würde uns weitere ganz viel Money bringen. 2000 haben wir hier noch am Start. 2000, das ist auch nicht schlecht. 2000 für 10 Minuten. Jetzt sagt ihr bestimmt, nein, lasst ihm das nicht an. Aber pff, warum nicht? Warum denn nicht? Das ist wunderbar. Und sogar Gold. Ganz, ganz viel Gold für den Lars. Ich hoffe mal, ich werde in der Zeit nicht angegriffen die ganze Zeit. Und verliere noch ganz viel. Ja, hier 1,3, das ist natürlich scheiße. Dann nehmen wir die kurze hier für 2,30. Manchmal sind echt blöde Quests dabei. Wenn ich was falsch annehme, tut es mir leid. Tja, wieder so beschissene Quests. Nämlich trotzdem die lange. Ja, so kann man schnell überspringen. Schon in Hero Zero habt ihr euch dran gewöhnt, ich überspringe die ganze jetzt hier bei Shakes and Fidget. Was denn hier los? Pilze, Donuts rausgehauen wie so ein Geisteskranker hier. Oh, da ist ein Ring für... Oh, Stärke. Stärke und Intelligenz. Das, was jeder Krieger braucht. Stärke und Intelligenz. Wir werden dann gleich ein bisschen verskillen, werden den Schlüssel gleich irgendwie weghauen und mal gucken. Gildenmäßig weiß ich noch gar nicht, bin einfach in irgendeine Randommäßig reingejoint. Ich kann es euch gar nicht sagen, ob ich da drin bleibe, ob ihr sagt, nein, kommt zu uns, Lars, das ist die beste Gilde EU. Dann mache ich dies. Server 32 Tagebuch wird es leider nicht geben. Zeitlich mit den ganzen vielen Projekten, die ich zurzeit am Laufen habe, wird dieses nicht klappen. Ich könnte es jetzt anfangen und dann müsst ihr euch enttäuschen nach 2, 3, 4 Tagen, weil ich das einfach nicht mehr schaffe und das will ich euch nicht antun. Deswegen gehen wir das Ganze ruhig an. Und werden hier auf jeden Fall kein Tagebuch machen. Obwohl es natürlich mal wieder interessant wäre, jeden Tag einen weiteren Part hochzuladen von Shakes & Fidget mit einem Tagebuch. Aber wie schon erwähnt, von der Zeit her klappt diese Kiste, beziehungsweise das klappt leider nicht. Es tut mir leid und ich hoffe, dieses zu entschuldigen. Ich habe ja nichts mehr, ne? Ne, ich habe 10 von 10 getrunken. Das geht ja ziemlich flott, wa? Das ging flott. Bekommen dafür sogar noch einen geilen Ring. Hier so ein Ring mit Glück, Geschick, hat sich gelohnt. Die letzte Quest auch so aufzubewahren. Jawohl, eine ganz geile Quest. Yay, bzw. ein ganz geiles Ding hier. Haben einen Schlüssel, den wir jetzt eben schnell verkaufen werden. Für 250 wunderbare Gold. Werden da mal eben gucken, habe ich jetzt, wie könnte jetzt den Dungeon, bin ich, genau. Ah, ich hatte ja schon einen eingelöst, so war das. Ja, das war dumm von mir. Ja, das war wieder dumm. Wir können eigentlich ein bisschen was spenden hier. Obwohl, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für eine Gilde hier ist, wo ich drin bin. Ich war einfach random gejoint. Die hat guten Ausbau oder nicht. Ich werde gleich was spenden oder ich werde nicht spenden. Oder bin ich ein Assi? Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich bin echt am Tendieren hier jetzt. Soll ich mir ein bisschen Equipment kaufen? Wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, aber würde auch sehr, sehr viele Pilze wieder kosten. Wir können ja kurz mal rumblättern. Entschuldigung, ob wir was finden, was Brauchbares, was wir denn jetzt anziehen können. Wie zum Beispiel nichts. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt finde ich hier aber nichts. Ich habe nur Scheiße an und ich finde keine besseren Items. Keine Updates, obwohl ich nur diesen Crap an habe. Ihr seht es, ich bin nicht. Also ihr seht, ich habe fast keine Items, hat doch trotzdem jede Quest geworden. Das ist ein Zeichen. Shakes and Fidget mag mich, beziehungsweise die Spieleentwickler. Die haben gesagt, Lars, du hast so einen Free-Bonus und darfst die ganze Zeit hier rumlaufen. Das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Update. Nehmen wir doch auch mit. Sonst vielleicht noch irgendwas hier. Geschick, Ausdauer. Was ist, gibt's doch gerade gar nicht. Ja, voll Intelligenzwaffe, die brauchen wir. Aber so schlechte Items habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Da sieht man wieder, der Krieger. Da, hier 15 nehmen wir mit. Obwohl, das hatte hier schon. 15 auch, das ist gut. Ich glaube, 15 ist ein guter Wert. Sonst hier noch was mit Stärke am Start? Nö.
Vielleicht eine Waffe mit Stärke, die. Ja, hier 25%, 20, bumm, eingetütet, eingenetzt, gekauft. Weiter geht's. So eben schnell equippen und dann können wir auch im Dungeon kurz was legen. Dann sind wir auch da am Start. Hätte ich mal nicht den einen Dungeon-Schlüssel eingelöst, war mein Fehler. Bin ich aus Versehen drauf gekommen. Dann hätten wir natürlich die Möglichkeit gehabt, hier 16. Geht natürlich bis. Ja, ist gut, nehmen wir mit. Zack. Hier 8 wollen wir nicht. Jetzt noch kurz im Zauberladen. Ich habe alle drei wichtigen Tränke drin. Die hier seht ihr, die sind am Start, aber es fehlen halt die anderen Sachen. Hier 6 Stärke ist jetzt nicht so die Welt. Denn 6 Stärke, ich glaube, da gibt es was Besseres. Blättern wir kurz weiter. Wäre der jetzt für keine Pilze, würde ich mir vielleicht sogar kaufen. Aber dann nur vielleicht. Hier, 15 Stärke. Moment, ist da noch was drauf? Nein, 15 Stärke, guter Wert. Nehmen wir doch mit. 6 Stärke möchte ich nicht. Nur eine Halskette eben mit ganz, ganz viel Stärke. Wir sind ein Krieger, denkt daran, wir brauchen ganz viel Stärke. Stärke, 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 Stärke. Stärke, euch gibt schon wieder viel zu viele Pilze aus. Egal, es ist so verlockend, am Server statt so viele Pilze auszugeben. Und ich mache es doch auch. Stärke, 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 Stärke. Hallöchen, Stärke, wo bleibst du denn? Stärke, nein. Stärke, Stärke. Wo bleibt die Stärke? Gibt's doch gar nicht hier. Nix mit Stärke. Auch wieder nix. Auch nix, das war ja wohl nix. Hier ist auch nix, da auch nicht. Und Intelligenz, jawohl. 2 Intelligenz. Das müssen wir anziehen, das lohnt sich bestimmt. Eine Halskette mit Stärke. Hier ist eine mit 15 Stärke. Boah, die richtig krasse Werte. Für 6 Pilze nehmen wir mit. Weißt du, man lebt ja nur einmal. Kein Gürtel haben wir. Keinen einzigen Gürtel. Deswegen nochmal kurz. Oh, eine Waffe fehlt uns auch noch. Und da war bestimmt gerade eine ultimative, super geile Waffe. Für Pilze können wir die. Die nehmen wir den hier mit. Zack. Jetzt noch ein Waffilein. Eine Waffe. Ich habe gesagt, Stärke, Ausdauer hier. Mit, ja, 26, da geht aber noch besser auf jeden Fall. Das geht noch besser. Ob ich jetzt hier aktiv weiterspielen werde, kann ich gerade gar nicht sagen. Das ist, die ist scheiße. Die war richtig scheiße. Hätte ich doch lieber die anderen nehmen sollen. Intelligenz, Glück. Auch nicht Schaden. Die hat nur Schaden, nichts drauf. Was ist das für eine geile Waffe? Gibt's ja gar nicht. Hier, 28 Durchschnittsschaden. 28, 18 wieder für einen nehmen wir mit. So. Den Rest werden wir jetzt eben hier verskillen. Und zwar hier auf Stärke. Da noch ein bisschen Stärke. Da noch ein bisschen Stärke. Da noch ein bisschen, da hier, das pushen wir auf 1 Gold auf jeden Fall hoch. Das war ziemlich gut, 1 Gold. Und es ist ja Gold-Event. Der Tag, wenn ihr das hier anschaut, ist schon Gold-Event. Ja, das wäre jetzt, ist ziemlich geil. Und das bedeutet, man kann die Gilden so geil ausbauen. Oh, Gilde, fuck. Fuck, fuck, hab ich, oh nein, das hab ich gar nicht dran gedacht. Oh, 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 oh. Ich muss auch noch was, ich habe Geist gespendet, so. Entschuldigung, ach, ich kann ja gar nicht spenden, ich habe meine E-Mail ja gar nicht validiert. Oh, Lars, Concentration, konzentrier dich doch mal. Tut mir leid, da muss ich alles raushauen. Ja, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich will ja gerne, hab's gesehen, aber es geht nicht. Ja, ich hätte auch jetzt eben erst nachschauen können, ob die E-Mail-Validierung da ist, aber hat der Lars auch nicht gemacht. So, gewinnen wir hier sogar noch. Sind jetzt kurz, geh jetzt kurz in den Dungeon rein, klauen das Gespenst, bekommen ein Epic-Schild. Machen so, gehen dann weiter auf den Dungeon, klicken hier drauf, besiegen das Skelett, bekommen dafür weitere 9 Gold. Wen schaffen wir denn noch hier? Den wunderbaren Herrn vielleicht, natürlich 12 weitere Gold. So, oh, mit 101 HP. Willst du mich denn trollen? Ich könnte skillen, vielleicht schaffe ich den dann. Oh, das wäre jetzt so ein richtig knappes Ding, ne? 90, 88. Was haben wir denn hier schon reingeskillt? Hier noch ein bisschen Ausdauer, dann noch ein bisschen Nebenattribute. Und jetzt fällst du aber, mein junger Freund. Ich bitte dich. Also, du kannst jetzt nicht mit 100 irgendwas HP noch stehen bleiben. Dankeschön. Und der Nächste wird wohl dann nicht mehr drin sein. Der ist ein bisschen zu krass noch. Der Nächste. Moment, Dungeon, 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 öffne dich. Der Nachtghoul. Oh, der ist doch. Oder doch. 214 Stärke hat der. Ja, wir haben mehr Stärke wie er. Wir haben mehr Stärke. Ich glaube, er hat bloß mehr Ausdauer, macht ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr Damage. Dann können wir ihn vielleicht. Jawohl! Und. Ja, also, ich meine, so läuft's doch ziemlich gut hier auf diesem Server. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Den Rest können wir dann noch skillen hier. Auf Nebenattribute. Können noch einen Arena-Kampf machen. Vielleicht kommen wir sogar oben dabei irgendwie. Ob wir jetzt versuchen, noch oben mitzuspielen? Ah, das wäre viel zu pilzintensiv. 77 Level sind das. Debitor LP. Oha. Ist das der echte Debitor? Auf jeden Fall pusht das unser SA ein bisschen. Also, weißt du was? Wir haben ja die Pilze. Und es macht gerade so viel Spaß. Also ich liebe es, Tag 1 beim Serverstart zu spielen. Es ist einfach nur sowas von genial und ist einfach nur klasse, weil man kann einfach losrocken. Man kann losrocken, ziemlich viel reinklatschen. Natürlich kann man mit den Werten, die ich jetzt hier gerade habe, denn ich habe nicht mal ein SA gepusht. Ihr seht es, ich hatte ein SA von 4, 3% und dann spiele ich Happy Hour. Kann man nicht, sage ich mal, jetzt oben mitspielen zum Anfang. Aber ich hatte halt keinen Bock, das jetzt zu pushen. Wo
0? Komm ich ganz nach oben trotzdem? Rang 12 schon? Das gibt's ja gar nicht. Komme ich auf Platz... Also wenn ich jetzt auf Platz 1 komme, das wäre sehr, sehr krass. Das wäre richtig genial. Das will ich jetzt mal testen, ob ich echt so hoch komme. Ne, da ist glaube ich Endstation. Da kommen die ganzen Kundis. Ja, da kommen die Kundis. Rang 11. Aber Top 10 haben wir geschafft. Da kommen die Magier. Wir haben Top 10 geschafft, obwohl wir unser SA nicht gepusht hatten. Ja gut, wir haben etwas Glück gehabt mit den ganzen Dungeons und haben sehr, sehr viele Epics bekommen. Aber doch so weit nach vorne zu rushen, das finde ich ziemlich krass und auch sehr interessant. Oder die spielen gerade alle noch Happy Hour, haben noch so eine knappe Dreiviertelstunde. Kann sein, dass sie erst später das Ganze machen. Aber nicht schlecht. Gefällt mir. So weit nach oben zu pushen und nur einen Dungeon-Schlüssel bekommen, weil ich zu doof war, und den einzulösen. Ey, da hätte ich ja noch viel, viel mehr reißen können. Wie viele haben sich inzwischen angemeldet? Weil mir ist aufgefallen beim Serverstart, dass sich nicht viele angemeldet haben. Das fand ich ein bisschen traurig. Ja, es sind immer noch nicht viele. Das ist, glaube ich, ein sehr inaktiver Server, Server 32. Und wenn ich ehrlich bin, war es für mich auch der unspektakulärste Server, den ich je mitgemacht habe, beziehungsweise Serverstart, denn der hat mir nicht gefallen. Der hat mir nicht gefallen. Das war wirklich nicht ganz so geil. Naja, du Kleiner, du Mokli, Lars, du kleine Ratte, greif mich einfach an, ich greif dich nochmal, aber nur weil du es bist. Dankeschön. Rang 10, das ist okay, das läuft, Tag 1, wir haben nicht aktiv, wir haben nicht wirklich gut gespielt, muss ich ehrlich sagen, wir haben nicht viel ins SA reingesteckt, haben hier immer noch nicht mal 10%, 12%, wow, die anderen hier oben, mal gucken, was haben die, was haben denn die höchsten hier? 30%, es geht alles noch im grünen Bereich hier. Und trotzdem, Top 10 ist akzeptabel. Ich kann ja eben schnell noch meine Werbung reinklicken. Bisschen reinschreiben, weil es ist immer gut. Also, ist schon krass, wie viel man an neue Abonnenten bekommt, dadurch, dass man auf so einen neuen Server spielt. YouTube sonst TutorialP. Täglich SF und Hero. Moment, ich kann nicht mehr schreiben. Hero Zero LP. So. Ist das okay? Darf ich das so schreiben? Oder täglich SF? Schreib nur, nicht, dass hier irgendwie die meinen, dass ich die Beschreibung nicht nehmen darf. Täglich SF. Let's Plays. Wunderbar. Das läuft. Haben wir es geschafft. Es hat Spaß gemacht. Tag 1 war lustig. Mal schauen, Tag 2, wie es so weitergeht. Werde ich auf jeden Fall weiterhin verfolgen und werdet ihr auch sehen. Wir werden noch kurz auf Server 22, auf Server 23, auf Server 1 durchklicken. Werden aber nur kurz reinschauen und eben schnell das Klöchen und so weiter bearbeiten, damit wir das fertig haben. Den Rest dann so viele Dungeon-Tries dann nicht mehr machen, da es schon doch ein bisschen später ist und ich morgen ganz, ganz, ganz früh raus muss. Zwei Tränke ist gut, denn ich habe morgen einiges vor, das ist natürlich wunderbar, muss deswegen vorproduzieren, damit ich morgen, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin, natürlich was habe, und ich wollte ja halt auch in der Happy Hour was zeigen, deswegen habe ich das gemacht, deswegen entschuldige ich das, wenn ich jetzt heute keine Nachrichten vorlese und nicht ganz so viele Dungeon-Tries mache, beziehungsweise fast gar keine. Wir können uns kurz hier melden, das läuft auch alles hier, das Gold behalte ich, ist ja Gold-Event, versuchen ein, zwei Mal den Jan, denn den Jan, den muss man immer versuchen, denkt daran, es kann irgendwann passieren, dass der Jan fällt, das wäre da wirklich irgendwann nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Mal schauen, jetzt hängt es hier wieder. Wir kennen den altbekannten Flash-Player. In der Zeit werde ich mal eben schnell auf Server 23 gehen. Und werde auf Server 23 auch erstmal was reinschmeißen. Haben wir hier keine Epics mehr. Deswegen können wir die Scheiße alle reinballern hier. Das ist Wunderbärchen. Das kann alles weg. Im Zauberladen schauen wir mal auf Server 23. Da ist schon mal nix. In der Gilde müssen wir auch einen Kampf haben. Natürlich gegen Hazeltown. Letztes Mal verloren. Dieses Mal wieder, oder was? Na klar. Was ist denn da los? Melden die Leute sich nicht mehr? Oder sind wir echt so schlecht geworden auf Server 23? Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Server 22, der Jan. Der Jan. Das ist ein... Das ist halt der Jan. Und den Jan versuchen wir mal. Mein junger Herr Jan. Der Jan ist halt immer noch nicht drin. Ne? Arena-Kampf können wir auch noch machen auf Server 22 gegen unseren Kollegen in der Gilde. Schaffen wir leider nicht. Auf Server 23 gegen die Terrormatte gewinnen wir natürlich. Rang 14 ist okay. Sind auf Server 32 natürlich höher. Sonst Switch, Blitz, was ist hier los? Bitte noch alle zum Angriff melden. Ja, das war ja wohl nichts, ne? Server 23 haben wir den Hannes, nicht den Jan. Das sind zwei verschiedene. Bitte denkt daran, denn der Hannes und der Jan sind zwei verschiedene Menschen. Ja, das sind zwei verschiedene. Und der Hannes war doch fast drin. Also letztes Mal ist er fast umgefallen. Und das war sehr, sehr cool. Also wir haben ihn fast richtig weggeklatscht. Richtig knapp war das. Wisst ihr noch gestern? Ich glaube schon. Ihr habt doch gestern im Park gesehen. Das war richtig knapp. Vielleicht wird er nach dem Gold-Event fallen, Leute. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Dann machen wir weiter auf den letzten Server. Das wäre Server 1. Dort müssen wir unbedingt aufs Klöchen gehen. Stadtwache ist nicht mal drin. Ach Gott, bin ich scheiße. Warum war ich die Stadtwache nicht drin? Ich könnte auch einfach 25 Minuten warten.
dann würde die Stadtwache mehr bringen, wegen dem wunderbaren Gold-Event. Aber der Lars ist nicht so schlau. Dann können wir hier das verkaufen. Das kam weg, war gerade eben im Klo. Was ist hinter diesem Trank hier? Dort befindet sich nichts. Server 1, auch ein wunderbarer Krieger. In der Gilde habe ich mich gemeldet. Das ist auf jeden Fall okay. Die Post machen wir dann ab morgen wieder. Arena-Kampf hier auch gegen den Boy hier. Hallo, bärtiger Boy. Roter, bärtiger Boy. SA muss ja auch noch gepusht werden. Auf jeden Fall. Gehen wir nochmal auf den Dungeon. Werden nicht skillen. Nein, nein. Werden wir erst wieder ab morgen machen. Ja, ja. Ich habe da nämlich einiges vor. Morgen wird es sehr interessant. Glaubt es mir doch. Dort werden wir einiges reißen und auch einiges vernichten. Im Dungeon ist jetzt kein Problem, dass wir jetzt hier nichts legen. Das ist alles im grünen Bereich. Morgen dann beim Gold-Event wird es vorangehen. Glaubt mir, Leute. Dort werden wir auf Server 1 was umhauen. Und vielleicht, ich kann es auch nicht garantieren, auf Server 23. Weil auf Server 23 der Hannes und der Little John, die sind beide im machbaren Bereich. Vielleicht fallen sie. Server 22 ist einfach nur ein Glücksspiel, ob irgendwann jemand fällt. Ist einfach pures Glück, mehr nicht. Wegen Kuni und so weiter. Und die Gegner sind so hoch mit den ganzen Werten. Das ist einfach nur pures Glück. Heute ein etwas kürzerer Part. Es tut mir leid. Bilder auch wieder am Morgen. Also bitte entschuldigt das Ganze. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Lust habt, bewertet das Ganze mit einem Däumchen nach oben. Ich bedanke mich und sage ciao, ciao und tschüss. Ihr seid nice.